wolltet ja eigentlich Berufsschullehrer werden für Englisch und Küche. Ne? Und da habe ich das Interesse angefangen. Aber ich bin nicht so der Theoretiker, muss ich doch sagen, eher der Praktiker. So, dann wolltest du eigentlich noch gar nie wirklich so von Anfang an so Kindheitstraum Bäcker werden, doch, oder Konditor? Doch, das schon. Aber ich hatte ja auch einen Unfall. Ich war lange im Krankenhaus. Ich habe eine Rückenoperation hinter mir. Und da war es ja nicht ganz klar, ob ich das je wieder machen kann und nicht. Mhm. Und das war gerade zu der Zeit, nach dem Abitur. Dann habe ich also im Prinzip das nochmal nachgemacht und habe mich an der TU eingeschrieben. Das Ambiente von einem Kaffeehaus ist natürlich auch was Besonderes in der Hinsicht, es ist wie ein Wohnzimmer. Und wenn ich mal anschaue, was meine anderen Kollegen hier auf der Straße machen, das ist alles sehr organorientiert, was nicht weiter schlimm ist. Es ist überall laute Musik, man kann sich nicht unterhalten. Wir haben sowas zum Beispiel gar nicht. Ich möchte, dass sich die Leute hier unterhalten und auch unterhalten können, ohne sich anzubrüllen. Gibt natürlich eine ganz andere Atmosphäre und der Geräuschpegel ist ganz anders. Gibt es denn sonst noch in der Familie Konditormeister, Bäcker und bist du da der Einzige? Da gibt es gar nichts in der Hinsicht, da bin ich der Erste. Wow. Von, der Vater war Lokführer bei der Eisenbahn, mhm, und mütterlicherseits, die waren auch alle Lokführer in Heilbronn. Wow. Meine Mutter ist eigentlich gelernte Buchhalterin, also in der Hinsicht niemand als Backgewerbe. Aber dann, also Backen war schon immer irgendwie Teil deines Lebens dann auch? Backen hat mich immer interessiert. Weihnachtsdeko drin, mit einer Eisenbahn. Wow! Wie alt ist das dann alles? Das ist 20 oder 30 Jahre. Und woher kriegst du die ganzen Sachen? Das ist eine Sammelleidenschaft von mir. Wow! Du sammelst also gerne alte Sachen, einfach? Schöne Sachen. Schöne Sachen. Alt müsste es ja nicht sein, aber schön. Und das ist halt ein tolles Spielzeug. Ich meine, wenn man sich das anstellt, ne? Das ist schon teuer, ne? Und da gibt es dann auch die Eisenbeine mit der Schlüssel dazu, zum Aufziehen. Wow. Nix Zeit für nichts. Nur mit dem Geschäft dann.
Aber jetzt zum Beispiel so was Klassisches. Wie einen schönen Filterkaffee kriegt man nur uns in der Stadt. Wir machen das wieder. Wir haben das rösten lassen, um genau dieses Geschmackserlebnis passend zum Kuchen und zur Torte herzustellen. Ganz bewusst habe ich das machen lassen. Damit man das nicht vergisst, wie das eigentlich im Kaffeehaus war und wie es gehört. Die Kaffeehäuser früher ausgesehen haben, dann in den 30ern, wenn man dann versucht hat, diese schlichten Stiele hier zu stellen, ja, könnte man sich halt alles nicht mehr so richtig vorstellen. Ne? Sonntag. Ja. Licht lockt Leute. Ja, ja, sicher. Immer. Das ist nichts. Das ist ganz alter Spruch. Einer nie gehört. Doch, das ist Landmann. Licht lockt Leute. Ganz wichtig. Licht muss ran, sonst funktioniert es nicht. Ne? Das sind Ringe aus Makromelmasse. Das ist ja im Prinzip Mandelzucker, na klar. Und die werden in Ringe aufgespritzt, aufeinander gesetzt und dann ausgegangen. Wow! Gut, das kann ich doch, doch, das ist schon. Halt noch Handzeichnungen von Konditoren. Man muss ja heute zum Beispiel noch von den Meisterstücken eine Fachzeichnung anfertigen, vom Meisterstück. Wow. Das heißt, erst die Zeichnung und nach der Zeichnung muss man das dann herstellen, die vergleichen das. Moderner Misch. Wie alt sind die dann schon, die Linse? Die Kamera ist von 1932. Wow. Oder 34, so um den Dreh. Und wie viele Kameras hast du? Ist das deine einzige oder sammelst du die? Nö, das ist meine einzige. Ich habe noch eine exakte, aus der gleichen Zeit, von 36, die erste Spiegelreflexkamera. Mhm. Aber für solche Sachen ist der einfach besser hier, der Apparat. Mhm. So, jetzt haben wir einen. Quark, den wir packen. Quark, no. So, come with cheeseheads. No, Friday, the Quark is coming. Sorry. Come on.